Okay, Google. Navigiere zur Arbeit. Alles klar, zu deinem Arbeitsplatz. Los geht's. Gut, da bin ich wieder. Eine sehr schöne Einzelstunde gehabt. Das war mal eine angenehme Einzelstunde. So, und, Rampelrumpel. Jetzt fahren wir in die Hundetagesstätte. Dann kann ich noch ein bisschen was abgeben oder hinfahren. Ich habe hier von der. Hier haben wir so ein richtig cooles gepolstertes Hundebett bekommen, das man gut waschen kann. Sowas ist für die Hundetagesstätte immer super. Manchmal, also wir alle als Hundebesitzer haben zu Hause Zeug, mit dem Hunde nichts anfangen. Ne? Und es gibt immer Leute, die können das gut gebrauchen. Wir können das super gebrauchen für die Zwerge. Aber darum geht es gar nicht. Wir sind wieder hier für eine Folge TGH. Und heute mit einer Frage, die ich wirklich gut fand, wo ich mir gedacht habe, warum habe ich da nicht selbst schon längst ein TGH drüber gemacht? Und die Frage war, wie erlernt mein Hund ein Rudelverhalten oder Sozialverhalten mit anderen Hunden? Wie erlernt mein Hund also, sich in einer Gruppe zurechtzufinden, damit klarzukommen? Und das ist eine mega gute Frage und die werde ich euch beantworten. Los geht's. Also die Antwort darauf ist gar nicht so schwierig. Wahrscheinlich können die meisten sich das selbst erklären und selbst auch beantworten. Ja, selbst erklären vielleicht nicht, aber selbst beantworten. Wenn ihr an euren Hund denkt und einfach mal schaut, was das für ein Hund ist und wo er herkommt, und dann fragt ihr euch, wie ist das Sozialverhalten meines Hundes, wie ist das Gruppenverhalten, wie ist das Rudelverhalten, dann werdet ihr schon feststellen, dass ihr die Antwort eigentlich unbewusst vorweggebt. Alter, das sieht so furchtbar aus, ey. Oh, ich habe irgendwas im Auge, ey. Dann werdet ihr schon feststellen, dass ihr die Antwort in der Regel fast vorwegnehmt. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Sich in einer Gruppe gut zu verhalten, egal ob es jetzt ein Hund in einem Hunderudel oder einer Gruppe ist oder ob es jetzt ein Mensch in einer Gruppe ist, sich in einer Gruppe gut zu verhalten, lernt man nur, indem man in der Gruppe teilnimmt. Ja, indem man da ist, indem man in einer Gruppe ist. Ein gutes Beispiel wären Schulkinder. Wir nehmen mal Kinder in der 5. Klasse. Die haben schon gelernt, sich in einer sozialen Gruppe zurechtzufinden, und zwar in Klasse 1 bis 4. In der Schule. In der Schule hatten die zwei verschiedene soziale Strukturen, soziale Gruppen. Einmal die eigene Klasse im Klassenunterricht, da sind nur die eigenen Schüler, plus halt die paar Lehrer, die dabei sind und vielleicht mal wechseln. Und dann auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof vermischen sich alle anderen Klassen wieder zusammen und es gibt vielleicht Grüppchen, die, ne, also der, weiß ich nicht, der Mark hängt halt in der Schulpause auf dem Schulhof nicht mit den gleichen Kids rum, die bei ihm in der Klasse sind, sondern sein bester Freund ist in einer anderen Klasse. Und so ergeben sich wieder neue Strukturen, neue Gruppen. Und in beiden Gruppen, sowohl im Klassenraum mit den eigenen Schulkindern in der eigenen Klasse oder im Sportunterricht oder auf den Ausflügen, lernen die Kinder Sozialverhalten in dieser Gruppe. Ja, da lernt Mark halt mit Kevin sich zu vertragen, auch wenn die sich auf dem Schulhof nicht mögen. Auf dem Schulhof wiederum gibt es neue Gruppen, in denen die sich strukturieren, und auch da lernen sie wieder. Auch da müssen die natürlich angeleitet werden im Zweifel, sodass Mark lernt, nur weil er jetzt mit seinem besten Kumpel zusammen ist, kann er Kevin, der sonst in seiner Klasse ist, jetzt da nicht ärgern und drangsalieren und zanken. Ja? Da müssen dann halt die Lehrer hingehen und sagen, Mark, hör auf. Weil im Klassenunterricht, in Anwesenheit der Lehrer, geht es ja auch. Das heißt, Gruppen können in verschiedenen Varianten auftreten. Und in verschiedenen Gruppen wird verschiedenartig gelernt. Jetzt kommen die Schüler in der 5. Klasse alle auf eine neue Schule, in der Regel. Ja? Das heißt, es entsteht eine komplett neue Gruppe. Die haben zwar Ideen, wie man sich in sozialen Gruppen verhält, ja, weil sie das vorher schon irgendwie so ein bisschen mitgekriegt haben, so ein bisschen gelernt haben. Aber in der 5. Klasse, auf einer neuen Schule, in einer neuen Struktur, mit neuen Kindern, müssen die neu lernen. Und es gibt vielleicht ganz andere Regeln, es gibt neue Regeln. Und das Gleiche gilt für eure Hunde auch. Und jetzt überlegen wir, wo der Hund herkommt, wie der Hintergrund ist, und dann wissen wir auch, wie die Lösung ist. Nehmen wir einen Hund, der vom Züchter kommt. Ein Hund, der vom Züchter kommt, ist jetzt egal, ob der mit 8 Wochen oder erst mit 12 Wochen abgegeben wird, weil er ein bisschen länger da ist, ist ja wurscht. Auch der hat eine soziale Struktur dort vor Ort gehabt. Die Geschwister.
Ja, das Muttertier, die Elterntiere, vielleicht sogar beide, die Menschen, die dabei waren. Das war eine soziale Struktur. Wir gehen jetzt aber, wir bleiben nur im Thema Hunde. Und jetzt hat der Labrador Buddy mit seinen Geschwistern gelernt, die sind alle, das sind alles Raufbolde, die sind alle wild. Wir hatten von 8 Welpen waren 6 Rüden und wir haben uns den ganzen Tag gezofft und gekloppt und das war vollkommen okay. Weil Mama hat nie was dazu gesagt. Mama Hund. Ja. Jetzt kommt aber Buddy mit 10 Wochen in den Welpenkurs und da sind nicht alles Labbis. Im Welpenkurs ist jetzt halt Hasso. Und Hasso ist jetzt irgendwas, was nicht so körperlich ist. Keine Ahnung. Ein italienisches Windspiel. Blöder Name. Hasso wäre ein geiler Name für ein italienisches Windspiel. Ist egal. Und der hat halt auch gelernt. Hasso hat halt mit seinen Geschwistern auch gelernt. Okay, wir rennen lieber, wir sind nicht so körperlich. Es gibt soziale Regeln. Mama ist viel häufiger eingeschritten, wenn es wild wurde. Wenn die Labi-Mutti sagt, lass sie sich die Köpfe einschlagen, das wird schon. Wird die Windspiel-Mutti sagen, hier wird nicht gezankt und es wird nicht geschubst. Der hat Joghurt im Rucksack. Lass das, mach das nicht so wild. Ja, das heißt, soziale Interaktion haben die gelernt in einer Gruppe, die sie schon kannten. Und jetzt kommen neue Gruppen zustande. Welpenkurs. Und da müssen die jetzt wieder lernen, dass es auch außerhalb der eigenen Rasse, ja, außerhalb der Labby-Gruppe, außerhalb der Windspielgruppe andere Hunde gibt, die sich anders verhalten und wir müssen einen Mittelweg finden. Also ein Hund lernt Sozialverhalten nur in Gruppen. Das geht nicht anders. Ja? Also Gruppenverhalten, Rudelstrukturen. Euer Hund kann natürlich Sozialverhalten auf dem Spaziergang immer mal wieder einen anderen Hund treffen. Das ist aber Sozialverhalten 1:1 und das ist nicht wirklich Gruppenverhalten, nicht wirklich Rudelverhalten, nicht wirklich Rudelstruktur. Weil halt sehr viel vom Menschen vorgegeben wird. Die sind nicht frei in ihrer Möglichkeit, das auszuleben. Die Leine ist da dran. Der Mensch gibt Dinge vor. Immer wenn wir einen neuen Hund sehen, musst du dich hinsetzen. Und so ist es halt schwierig für die einen gewissen Weg zu finden. Ja? Wenn ihr also wollt, dass eure Hunde innerartlich Gruppenstrukturen, Rudelverhalten, Gruppenverhalten lernen können, dann müsst ihr ihnen die Chance geben, sich auch in der Gruppe zu verhalten. Das impliziert auch, und das ist wichtig, dass euer Hund mal Fehler macht, dass euer Hund mal über die Stränge schlägt. Ja? Das ist das, was ihr, wenn ihr meine Welpenvideos seht und meinen Videoblog, und da kommen die Welpen vor, wo ich ganz oft sage, nee, lass noch laufen. Das ist wild, aber es ist noch nicht über die Grenze, es ist noch okay, das muss auch mal sein. Die müssen auch mal miteinander kurz patzig werden können, damit der eine weiß, dass der andere zu dolle spielt. Oder. Ja? Und das müssen die kommunizieren können. Und kommunizieren können heißt Kommunikation auch zulassen. Und das, also häufig wird dann ein bisschen früh eingegriffen. Ja. Gerade im Welpenkurs oder wenn die sehr jung sind, lasse ich noch viel, viel, viel zu, damit die soziale Interaktion lernen. Wenn ich Milan mitnehme, der tapert dann immer so durch den Welpenkurs und der interessiert sich überhaupt nicht für die Welpen. Wenn jetzt aber ein Welpe den nervt, dann macht der ganz klar, missverständlich, sofort, ganz schnell, ganz laut klar, lass mich Ruhe, du nervst, ich habe keinen Bock auf Welpen. Und dann quietschen die immer und gehen weg. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, um Erfahrung zu sammeln für euren Hund. Ja. Das ist jetzt also die eine Variante. Ihr habt einen Hund, der kommt aus einer sehr beschränkten Gruppe, Labrador, aus der Labradorzucht, kleine Gruppe, nur Geschwister, alles Testosteron, Vollklotz auf den Kopf. Ja. Wenig Erfahrung mit Gruppenstrukturen, mit wechselnden Strukturen, mit wechselnden Individuen. Die andere Variante, ihr kriegt einen Hund aus dem Ausland, dann sind die meistens 5, 6, 7, 10 Monate alt, vielleicht sogar ein bisschen älter. Je älter der Hund, desto mehr Erfahrung hat er mit Gruppen gehabt. In den allermeisten Fällen ist Auslandstierschutz Rudelhaltung. Das heißt, euer Hund ist aufgewachsen mit 3, 4 Hunden in einem Shelter oder aber in einer Großgruppe mit vielen anderen Hunden. Diese Gruppe wird sich wild verändern. Dann kommen mal 5 neue Hunde rein, die auf der Straße eingesammelt wurden, dann sind wieder 5 andere Hunde weg. Die Gruppe ist sehr lebhaft, die Gruppe ist frisch, der ist immer neues Blut mit drin und es gibt immer wieder neue Dinge zu lernen. Das kann auch sein, dass in einer solchen Situation euer Hund das Falsche lernt. Und zwar, okay, wenn ich alle mit der Knute hier knüppel, dann bin ich der Boss. Das wäre durchaus möglich. Aber in den allermeisten Fällen, wenn mir jemand erzählt, er hat einen Hund, der verhält sich an der Leine scheiße anderen Hunden gegenüber, der kommt aus dem Ausland und der war, wenn die sagen Rumänien oder so, dann sage ich meistens schon, okay, komm, mach die Leine ab. Je nachdem, was das für ein Hund ist. In den allermeisten Fällen ist es so, dass Hunde, die aus dem Auslandstierschutz kommen, sehr, sehr, sehr wohl wissen, wie man mit anderen Hunden kommuniziert, wie man sich in einer Gruppe verhält. Die gehen damit klug um, die wissen, was sie tun können und was sie nicht tun sollten. Ja. Während Hunde, die vom Züchter kommen, das nicht können. Die können das nicht so gut, die sind A, noch jünger und B, müssen sie es noch lernen. Welpen, die im Auslandstierschutz aufwachsen und im frühesten Zeitraum, frühester Punkt ist, glaube ich, 15 Wochen,
mit denen die gefahren werden können oder so. Ich weiß es nicht, müsste ich jetzt nachgucken, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber selbst wenn die im frühestmöglichen Zeitpunkt transportiert und überführt werden, ne, nach der zweiten Impfung und so, selbst dann können diese Hunde, wenn sie in einer Gruppe aufgewachsen sind, viel besser mit vielen verschiedenen Hunden umgehen. Jetzt, um die Frage zu beantworten, wie bringe ich das meinem Hund bei, wenn ich das Gefühl habe, der kann das nicht so gut? Die Frage ist schwierig zu beantworten, aber in den allermeisten Fällen trifft folgende Antwort zu. Du musst ihn ins kalte Wasser werfen. Der muss in einer Gruppe sich zurechtfinden können, dürfen und müssen. Ja? Wir haben in der Huta ganz viele solche Fälle. Die Hope ist das beste Beispiel. Die Hope habt ihr sicherlich in dem einen oder anderen Video gesehen. Das ist so eine Schäferhund-Mischlingshündin, die Geschichte von Hope war, ja, die ist super ängstlich mit anderen Hunden, die schnappt die alle ab und ich glaube, der würde das gut tun, dass sie sich mit anderen Hunden, vielleicht kriegen wir das in der Huta hin. Und ich habe gesagt, bring her, gucken wir uns an, schauen wir, was draus wird. Und es war so, dass die Hope ist reingekommen, jeder Hund, der ihr auch nur eine gewisse Entfernung zu nahe gekommen ist, wurde sofort abgeschnappt, aber wirklich vehement. Die hat wirklich gesagt, hababa, ja, und hat immer nach denen geschnappt, wirklich ganz, 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 ganz doll. Für das Schnappen haben wir... in gewissen Situationen haben wir zugelassen, weil wir gesagt haben, das ist okay, wenn ihr einer so nah kommt und so nah auf die Pelle rückt, dann darf sie ruhig sagen, dass sie das stört. Und in anderen Situationen haben wir gesagt, nee, das ist nicht okay, das geht zu weit, der ist ja nur dran vorbeigelaufen. Ja. Und so haben wir ihr gezeigt, dass es in vielen Situationen nicht in Ordnung ist, so zu reagieren und auch nicht notwendig ist. Und über die Zeit, weil sie sich mit denen auseinandersetzen musste, Hope ist in eine Gruppe gekommen mit 20, 25 Hunden und hat gesagt, scheiße, ist mir viel zu viel, ich ziehe mich mal raus, ich gehe mal hier in die Ecke. Und irgendwann hat sie festgestellt, der ist ganz okay, dem habe ich jetzt zweimal reingehauen, der weiß es auch und die anderen, ja. Und sie musste sich damit auseinandersetzen, natürlich mit Anleitung durch den Menschen. Wir haben die nicht einfach nur reingeschmissen, haben die Augen zugemacht und haben gesagt, viel Spaß, sondern wir haben immer gesagt, Hope, das ist zu weit, das geht zu weit, Hope, das ist okay, das kannst du machen. Hope, jetzt stelle ich nicht so an, lass das doch mal sein. Und auch Hope hat ein, zwei Mal im ersten halben Jahr hat sie mal einem ins Ohr getackert, dann hatte der eine hatte mal ein Löchlein im Ohr, der andere hatte mal einen Kratzer auf der Nase, weil sie ein Stück über das Ziel hinausgeschossen ist oder weil die anderen Hunde auch, war auch eine Situation, da war das absolut berechtigt, Hope hat mitten auf der Wiese gelegen und geschlafen und hatte sich schon gut in die Gruppe eingefunden und einer der jungen Hunde hat die einfach die ganze Zeit genervt, wollte ständig mit ihr spielen, ist immer wieder hin, wir haben tausendmal gesagt, nein, Hermann, geh weg. Wir haben tausendmal gesagt, nein, Hermann, geh weg, lass die Hope in Ruhe, die knallt dir eine. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, pass auf, wenn der jetzt noch zehnte Mal hingeht, irgendwann wird die Hope dem eine fetzen und dann hat er es auch verdient. Und so ist es dann auch gekommen. Der Hermann ist immer wieder hin, hat sie immer wieder zum Spielen aufgefordert. Wir haben ihm tausendmal vorher gesagt, mach es nicht, geh doch weg, lass das sein, hast 20 Hunde hier. Warum musst du unbedingt mit der Hope spielen wollen? Die will das nicht, die sagt dir das schon tausendmal. Und es ist auch so, dass wenn man am Ohrfeigenbaum rüttelt, auch das wird ein Teil eurer Lernerfahrung oder Teil der Lernerfahrung eures Hundes sein, wenn er in Gruppenstrukturen zurechtkommen muss. Wenn man am Ohrfeigenbaum rüttelt, immer und immer wieder, dann wird irgendwann eine Ohrfeige abfallen. Da könnt ihr gegen machen, was ihr wollt. Das passiert. Ja? Also hat die Hope dann irgendwann, hat die sich ganz gut zurechtgefunden, ein, zwei, dreimal hat es halt leider Gottes auch ein bisschen über die Stränge geschossen und da hatte man Hunden einen Kratzer hier oder ein Löchlein da und das aber alles nichts Wildes. Mittlerweile ist die Hope so sauber in dieser Gruppe, ja, dass sie sagt, okay, wenn ich hier penne und mir kommt einer zu nah, kann ich sagen, hey, komm mir nicht zu nah und brummel mal. Oder sie sagt, okay, pass auf, dann lege ich mich dahin in die Ecke, dann könnt ihr hier spielen. Die überreagiert längst nicht mehr so. Und das war nur aufgrund der Tatsache, dass wir sie in diese Situation geworfen haben. Dass wir gesagt haben, komm irgendwie klar. Und wir erzählen dir, was denn in Ordnung ist und was nicht. Das ist jetzt natürlich eine sehr territorial gelernte Geschichte. Bei der Hope zum Beispiel. Die hat gelernt, mit den Hunden in der Hundetagesstätte, auch wenn die Gruppe immer mal ein bisschen wechselt, aber der Kern ist oft der gleiche. Da kommt mal ein neuer Hund dazu, dann verschwindet mal ein Hund, weil er nicht mehr kommt. Dann kommt wieder ein neuer Hund dazu. Aber der Kern ist der gleiche. Sie hat gelernt, in diesem Areal mit der Hundegruppe komme ich klar. Ich weiß, wie ich mich geben muss. Ich weiß, welche Optionen ich habe. Ich muss nicht immer überreagieren. Ich kann das Ganze auch langsamer machen. Und diese Lernerfahrung, auch wenn sie extrem explizit für die Huta ist, projiziert sich auch nach draußen. In vielen Situationen wird Hope jetzt draußen nicht mehr so stark reagieren, wo sie früher noch gesagt hat, oh Gott, fass mich bloß nicht an, komm mir nicht zu nah, wird sie jetzt viel, viel cooler mit der Geschichte umgehen, wird sie jetzt viel gelassener mit der Geschichte umgehen, wird viel mehr Schritte kommunizieren vorher, bevor sie gleich abschnappt. Also
das ist das, was es braucht. Euer Hund muss in einer Gruppe sich zurechtfinden können, müssen und dürfen. Das heißt, ihr müsst in Gruppen gehen. Ja? Jemand, der sagt, mein Hund kommt mit anderen Hunden nicht so gut klar, die ist sehr ängstlich, dem sage ich immer, komm mal in die Huta oder komm in meine Hundeschule. Ja, aber da sind mir zu viele Hunde, kommt da ganz oft. Und ich sage, nein, das ist gut, die braucht viele Hunde. Je mehr Hunde da sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zwar welche gibt, die sie überhaupt nicht leiden kann, aber auch welche gibt, die, mit denen sie sehr gut kann, an denen sie Kommunikation wieder üben kann. Und alles im Leben ist die Normalverteilung. Es gibt ganz viele in der Mitte, die sie findet, und gibt ein paar, die sie voll scheiße findet und gibt ein paar, die sie voll gut findet. Und durch diese gesunde Mischung, durch viele verschiedene Hunde, lernt sie. Und das ist wichtig. Ja? Also, ein Hund lernt Rudelverhalten und Sozialverhalten nur in einer Gruppe. Das muss nicht unbedingt eine Riesengruppe sein. Aber je größer und harmonischer so eine Gruppe ist, also mit größer meine ich jetzt nicht 150 Hunde ab, rein, fertig, ja, sondern je größer und harmonischer so eine Gruppe ist, desto besser. Also eine Gruppe von 3 Hunden, dann lernt euer Hund relativ schnell mit diesen 3 Hunden umgehen. Aber es sind halt auch nur 3. Ja, wenn es aber 15 Hunde sind, weil sie irgendwo in die Hundeschule geht, auf eine freie Spielstunde, die auch gesteuert und kontrolliert ist und nicht komplett nur sich selbst überlassen ist. Oder weil sie in die Agility-Stunde geht mit 15 Hunden und danach ist noch immer 10 Minuten Rennen und Spielen angesagt. Oder weil sie irgendwo in eine Hundeschule geht, die halt statt nur 6 gleiche Hunde eine wechselnde Gruppe hat. Das ist wichtig, das ist gesund, da kann euer Hund kommunizieren. Das Wichtige ist, ihr müsst es zulassen. Und ihr müsst die Kommunikation auch zulassen, wenn sie euch vielleicht mal nicht ganz direkt gefällt. Ihr braucht dazu aber jemanden, der es einschätzen kann. Und das kann, und das ist nicht böse gemeint meinen Kollegen über, das kann nicht jeder Hundetrainer. Ich kann das jetzt nicht hundertprozentig pauschalisieren, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, jemand, der eher große Gruppen hat, die relativ gut miteinander können und die relativ ruhig miteinander sind, da seid ihr besser aufgehoben als jemand, der immer nur sagt, wir trainieren nur in kleinen Gruppen mit 4 bis 6 Hunden, das sind immer nur die gleichen Hunde und immer nur auf dem gleichen Platz. Da ist wahrscheinlich die Struktur sehr, sehr eingeengt, sodass vielleicht auch der Trainer nicht unbedingt oder derjenige, der euch da mit euch arbeitet, nicht unbedingt das beste Händchen hat, Kommunikation zuzulassen und zu einzuschätzen. Ja, also. Ich hatte gerade so ein Beispiel. Ich habe eine Trainerin hier, ich halte das für eine gute Trainerin. Ich habe einen sehr guten Kontakt mit ihr. Die hat mir einen Kundenhund empfohlen, weil sie sich nicht drum kümmern kann, weil sie die Zeit nicht hat, den in Einzelstunden zu betreuen. Und sie hat in ihrer Gruppe keinen Kontakt zugelassen, aus für sie plausiblen Gründen, mit ihrer kleinen Gruppe von 6, 8 Hunden. Ich habe den bei mir in die Gruppe geholt, ich habe den mir natürlich vorher angeguckt, habe den eingeschätzt und habe gesagt, ich hole den bei mir in die Gruppe und der darf mit jedem Kontakt aufbauen. Ich finde das in Ordnung und wenn der Fehler macht, dann können wir eben noch sagen, dass das ein Fehler ist. Und er hat in der ersten Stunde bei mir gleich 20 Hunde kennengelernt. Ja, das war natürlich für den, ja, und da mochte er einen, davon mochte er nicht und die anderen waren cool. Ja. Lasst eure Hunde Kontakt herstellen, damit er mit Hunden kommunizieren lernt. Das heißt bitte nicht, und das ist mir ganz wichtig, das heißt bitte nicht, dass ihr euren Hund an der Leine zu jedem anderen angeleinten Hund lasst. Das muss nicht sein. Nicht jeder Mensch möchte das und das ist vollkommen in Ordnung. Auch ich möchte nicht, dass jeder Hund zu Milan oder Gaia hinrennt. Das gehört sich nicht. Ihr sagt auch nicht euren Kindern hier, geh mal das andere fremde Kind begrüßen, damit du lernst mit Kindern zu spielen. Aber man kann sich unterhalten, man kann sagen, hey, wie können die sich mal Hallo sagen, wollen wir vielleicht eine Runde spazieren gehen, können sie ihren laufen lassen, dann lasse ich meinen auch mal mitlaufen, wenn wir ein gutes Gefühl haben. So entwickelt sich was. Oder verabredet euch über soziale Netzwerke. Es gibt immer überall Gassi-Gruppen. Sprecht in Hundeschulen die Leute an, die Trainer ansprechen, zu sagen, hier, mein Hund ist so unsicher in Hundekontakt, gibt es bei Ihnen eine Möglichkeit, dass er Hundekontakt hat, dass wir ihn da einbauen können, dass er lernt, mit Hunden in einer Gruppe zu kommunizieren. Ja? Oh, Entschuldigung, ich habe Schluck auf. Und eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit ist ganz oft auch tatsächlich eine Hundetagesstätte. Ja? Irgendetwas, wo eine Gruppe eine gewisse Gruppendynamik aufweist und euer Hund sich da irgendwie einfinden muss. Das ist ganz oft gut, wenn es eine gute Huta ist. In vielen Hutas werden dann oftmals Hunde auch getrennt. Also müsst ihr einfach gucken. Ja. So, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Das war schon wieder ein saulanges TGH, aber es war auch wieder eine gute Frage. Ja. Stellt mir weiter Fragen. Ich brauche eure Fragen, damit ich Content für euch produzieren kann, der euch interessiert. Alle Fragen in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefällt, wie immer, gebt ihm einen Daumen hoch. Teilt unsere Videos auch mit euren Freunden, die vielleicht ähnliche Fragen haben oder für die das interessant sein könnte. Damit helft ihr diesem Kanal am meisten. Ich bin raus für jetzt. Das war's. Tschüss.